Hallo ihr Lieben. Ja, wir sind jetzt, ihr habt die Anfahrt gesehen, wunderschöne Straßen oben im Gebirge da. Hat richtig Spaß gemacht. Und wir sind jetzt, ja, einen Tag später. Wir sind gestern angekommen. Und ich will euch mal so ein bisschen zeigen, wo wir hier sind. Also, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das ist einfach ein Parkplatz mit viel Platz und ganz vielen Wohnmobilen hier. Ich werde den mal verlinken unten in der Videobeschreibung oder auch mal die Adresse unten drunter schreiben. Das sieht jetzt hier so aus. Mehrere Reihen, Wohnmobile. Und ja. So. Preis 8 Euro. Was kriege ich geboten? Außer eine Fähr- und Entsorgung? Nix. Es gibt keinen Strom hier. Es gibt nur die Fähr- und Entsorgung. Und die ist hier zeitlich begrenzt auch nur geöffnet. Die ist jetzt abgeschlossen, da kommt man jetzt nicht drauf. Der Platzbetreiber ist im Moment auch nicht hier. Der ist in seinem Häuschen da. Und der ist hier von, muss ich gucken, von 10 Uhr bis 13 Uhr. Und dann von 18.30 Uhr bis 22 Uhr. In der Zeit könnt ihr die Fähr- und Entsorgung benutzen, Frischwasser holen und oder Grauwasser wegbringen. Ja. Draußen findet ihr die Mülltonnen, die stehen da. Hier drin gibt es auch noch so eine grüne Tonne, wofür die ist, kann ich nicht sagen. Und dann gibt es da noch eine kleine Mülltonne, da hat auch gerade jemand was reingeschmissen, die steht da. Ja, warum sind wir hier? Wir wollen eigentlich Tarifa ein bisschen uns angucken. Wir sind auch von Gibraltar geflüchtet, nicht geflüchtet, aber das Wetter war da halt shit. Es war windig, dunkel, grau alles, das war nicht schön. Selbst der Hafen konnte das Bild nicht auffrischen. Ja, und dann sind wir halt weitergefahren nach hierhin, obwohl das hier eigentlich auch nicht besser sein sollte. Aber ihr seht, die Sonne scheint. Es ist aber total windig hier. Ja. So. Vorstellen kann ich euch ja hier nichts, außer dieses, was ich euch gerade gezeigt habe, weil mehr hier gar nicht gibt. Wir haben nur jetzt ein Problem. Und das Problem ist, Nicole ist krank. Ja. Leider schon das zweite Mal jetzt in dieser, auf dieser Runde hier, die wir hier drehen in Spanien. Dadurch. Ja, hängen wir eigentlich jetzt so ein bisschen hier fest. Die lag gerade im Wohnmobil noch. Dachte, ich friere. Und ja, müssen wir mal gucken, wie das so weitergeht. Erstmal hängen wir jetzt hier so ein bisschen fest. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Kriegen wir schon wieder hin. Ja, ich war gestern schon mal so ein bisschen am Strand gucken. Das ist schon schön hier. Leider war ich da nur eben alleine und wir warten jetzt mal, dass die Nicole wieder fit wird und dann zeigen wir euch gemeinsam die Bilder von hier vom Strand und der Gegend. Und ja, wir sind ja jetzt mittlerweile hier am südlichsten Punkt Europas. Habe ich auch nicht gedacht, dass ich da mal hinkomme. Naja, haben wir das halt auch geschafft. Ne? Ja, da wir jetzt natürlich ein bisschen länger hier stehen und wir keinen Strom mehr kriegen können, muss ich natürlich heute erstmal die Solaranlage wieder rausholen. Das ist jetzt nur nicht so einfach, weil in dem halt sehr, sehr windig ist. Jetzt zeige ich euch mal, ich habe die einfach so angebunden hier. Wir stehen übrigens hier an der Ecke. Und ja, mit der Wäscheleine, da eine Felge und da so festgebunden. So. Ja, damit wir jetzt den Strom haben. Frischwasser und so kriegen wir ja hier eben halt nur zu bestimmten Uhrzeiten. Aber das ist ja auch kein Problem. Wir waren gestern noch mal kurz, da ging es eigentlich noch mit ihr. Waren wir noch in Mercadona. Mercadona ist ungefähr 700 Meter entfernt von hier. Wir sind dann zu Fuß hingelaufen. Das ist einfach wieder die Straße zurück, wenn ihr hier ankommt. Seht ihr das schon. Lidl gibt es hier auch noch in der Nähe. Ist aber ein bisschen weiter weg. Ja, wir haben erstmal noch alles. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie lange das so dauert, dass wir mal wieder hier auf Tour gehen können. Ist aber auch nicht schlimm. Für mich finde ich jetzt so, mal auch mal einen Tag Pause oder zwei, mal nichts machen.
Ich werde noch ein paar Videos schneiden und ja, und dann schauen wir mal weiter. So, ihr Lieben, das war's erstmal. Und ich sag mal, wir sehen uns dann, wenn wir wieder zu zweit unterwegs sind. Bis dahin, tschüss. Ich muss doch noch mal irgendwas loswerden. Hier, der Platz ist eigentlich hier so mehr oder weniger so ein Durchgangsplatz. Ich glaube, gestern sind hier auch etliche gewesen, die nach Marokko unterwegs sind. Weil die fuhren gestern späten, war schon abends, da war schon dunkel, fuhren die alle los. Ich denke mal, die haben die so eine Nachtfähre da gehabt und ja, haben sich dann auf den Weg nach Marokko gemacht. Und ich gehe mal so ein bisschen aus dem Wind raus. Und dafür eignet der sich natürlich, hier rein und rausfahren kann man immer. Und wenn ihr hier ankommt und der Mann da vorne nicht da sein sollte, die Schranke ist immer hoch, dann fahrt ihr einfach drauf und der kommt schon abends und kontrolliert euch dann und könnt ihr dann am Fahrzeug auch bezahlen. Ja, ich drehe mich jetzt noch mal um und dann hinter mir seht ihr dann, da geht es auch zum Strand gleich. Der Strand ist Luftlinie 200 Meter entfernt, ach noch niemals. Geht ihr einfach da, muss ich gleich mal hinschwenken, wenn die Leute weg sind. Geht ihr einfach zwischen den Häusern durch und dann seid ihr schon an dem schönen Strand da. Und das ist wirklich toll. Da ist auch ein schönes kleines Restaurant am Strand. Habe ich gestern noch kurz gesehen. Da saßen die Leute schön windgeschützt beim Essen und so ein Sundowner. Und ja, schön. Ja, für so ein paar Tage ist das okay. Kann man machen. Eben. So, jetzt schwenke ich nochmal so rüber. Die sind gerade weg. Da, wo jetzt der Alkoven steht, dazwischen ist da so eine Palme. Und da ist auch schon der Strand. So, das wollte ich noch mal loswerden eben. Ja, ansonsten, wenn mir noch was einfällt, dann melde ich mich zwischendurch noch mal. Ich nehme euch da jetzt mal rein zu dem kranken Huhn hier. Da ist sie. Ne? Ja, hallo. Ja, nicht so schön, ne? Nein, nicht so schön, aber oh ja. Naja, kriegen wir auch wieder hin, hab schon gesagt, so 2-3 Tage und dann ist alles wieder gut. Und die nächsten Bilder zeigen wir euch dann. Oh, ja. Wenn es wieder zu zweit weitergeht, falls Nicole mich nicht jetzt auch noch ansteckt, dann verschiebt sich das um eine Woche. Nein. So, ich sage jetzt nochmal tschüss und wir sehen uns. Da bin ich wieder. Ja, wir sind jetzt 2 Tage weiter nach dem letzten Clip von mir da mit der Vorstellung vom Stellplatz und so. Ja, ich bin jetzt mal wieder zum Strand gegangen und rat mal, wen ich hier getroffen habe. Da ist sie wieder. Hallo ihr Lieben. Noch nicht fit? Nein, ich bin noch nicht fit, aber ich kann nicht mehr im Wohnmobil sitzen und ich muss raus in der frischen Luft. Ja. Wie heißt es so schön, der Junge muss mal in der frischen Luft. Genau. Also wie gesagt, es ist noch nicht gut. Nein. Und wir werden auch noch einen Tag länger bleiben erstmal hier auf dem Stellplatz. Ja, der ist gar nicht mal so schlecht. Also ja. Nachts schön ruhig. Für 8 Euro super, ja. Hat will man mehr. Und Leute, guckt euch das mal an. Endlich mal schönen Strand. Das habe ich vermisst. Habe ich so richtig vermisst, mal endlich schönen Strand zu haben. Die ganzen Strände weiter oberhalb, ich möchte mal sagen, bis Valencia, waren für mich nichts gewesen. Ja, aber das ist ja wie gesagt immer Geschmackssache. Jeder empfindet das ja anders. Das ist ja meine Empfindung, genau. So. Müssen wir eben warten, bis die Leute hier wieder vorbei sind. Ja, das geht auch. Filme ich mal so lange in die Richtung. Da hinten gehen wir jetzt hin. Da ist diese Insel. Die werden wir jetzt mal besuchen. Und dann nehmen wir euch natürlich gerne wieder mit hin. Jetzt gehen wir an den schönen weißen Strand. Herrlich, einfach herrlich. Und heute ist auch nicht mehr so windig. Nein, wie die letzten Tage. Und 2 Tage richtig heftig. Ja, also das Wohnmobil hat richtig, ja, richtig sich geschüttelt. Man wurde im Schlaf, ja, wie sagt man, geschaukelt. Geschaukelt, ja, genau. Ja. Und man kann hier wunderbar oben am Strand hergehen. Also es ist fester Sand hier. Ja. Total klasse. Sollen wir mal ein bisschen näher zum Wasser gehen? Ja, machen wir. Jetzt unsere Strandstühle mithecken, ne? Ach, weil das ist schön. Die haben wir nämlich vergessen. Ja, haben wir zu Hause. Oh, haben wir einen ärgern. Großen O gekauft. Ja. Extra. Großen O, gut. Und ja, aber
Ja, vielleicht hätten wir die noch in der Garage reingekriegt. Die hätten wir reingekriegt. Aber die hätten wir jetzt aber auch zum ersten Mal gebrauchen können dann. Ne? Nein, wir hätten die schon weiter oberhalb gebrauchen können. In Roses hätten wir ja, die schon gebrauchen können. In Palamos. Ja, ja. Da sind nämlich auch die schönen Strände. Oh, hier kann man super laufen. Hier sieht man überhaupt nicht ein, ne? Nee. Auch mit unserem Gewicht nicht, ne? Ja. Wir glauben nämlich, wir haben ganz schön zugenommen. Ja. Ja. So, wenn ihr da hinten rüber guckt, da ist Tarifa. Da ist auch der Hafen. Und da ist diese kleine Insel. Da gehen wir jetzt gleich mal hin, ne? Da gehen wir mal hin. Genau. Ich zeige euch nur mal eben das klare Wasser hier. Oh, herrlich. Guck. Guck mal, wie klar, ne? Ist das schön? Herrlich, einfach herrlich. Schwenken wir mal da in die Richtung. Herrlich, oder? Wunderbar. Guckt euch diesen Strand an, das ist doch ein Traum. Haben wir hier so ganz rum. Einfach genial, ne? Gefällt mir wirklich gut hier. Los, jetzt geht's weiter. Stein. Total löcherig hier, dass ich mal das sehen kann. Und hier, das hier, wie so Sand gestrahlt. Die Oberfläche hier, total glatt. Und hier so ein paar Dinger stehen dann hoch. Entweder vom Meer oder vom Wind mit dem Sand in Verbindung. Ah, herrlich. Das ist nicht kalt. Nein, total angenehm. Bisschen Wind. Richtig schön. Ei, da hinten ist sogar einer im Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wow, da geht einer im Wasser. Guck mal, vielleicht kriegt er ein bisschen näher ran. So. Ui, der ist aber mutig, du. Ja. Der hat's drauf. Ich glaube, das Wasser hat irgendwie 15, 16 Grad nur. Das ist mir zu wenig. Sind nicht unsere Temperaturen, ne? Nee, wäre ich auch noch krank. Wir sind jetzt am Strand langs gelaufen, hier bis zu diesem Restaurant, Strandbar. Die hat wohl aber noch nicht geöffnet, zumindest um die Uhrzeit jetzt nicht. Und habt da so einen schönen Blick hier, guck mal. Herrlich, ne? Ja, wir gehen jetzt hier weiter hoch, da geht die Promenade weiter. Und gehen hier rechts rum. Hier oben hinter dem Restaurant ist gleich dieses, wir haben da natürlich gegoogelt, Blauflossen-Thunfisch-Monument. Der zeigt die Windrichtung an und auch die Namen der Winde, so haben wir das gelesen. Und die sind hier unten angebracht. Kann man einmal so rumgehen. Und ja, direkt dahinter dieses Verteidigungssystem. Da weiß ich nicht, ob wir da drauf können oder näher rankommen noch. Müssen wir gleich mal gucken. Dahinter sehe ich gerade, da fährt eine große Yacht raus. Nee, eine Fähre ist das. Da fährt die Fähre raus, die geht wahrscheinlich nach Tanger. So, da sind die Geschützdinger da, wie nennen sich die? Schießscharten. Und wir haben natürlich wieder Google gefragt und das ist wohl aus dem Jahr 1929 und früher wurde das auch als Wetterstation genutzt. Ja, da kommt man aber so, glaube ich, nicht drauf. Gegenüberliegend, hier seht ihr die Kitesurfer
Und die haben natürlich bestes Wetter hier. Und da ist wieder eine Strandbar. Die Fähre von gerade, die ist schon weg. So, dass es hier richtig windig ist, sieht man hier ja schon an den Sandverwehungen, die überall sind. Da gucken wir da auf den Fußweg. Wir gehen nachher noch mal in die Richtung, jetzt hier da runter zum Hafen. Und dann gucken wir, ob wir da hochkommen. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal in die Richtung zum südlichsten Punkt Europas. Jetzt stehe ich genau im Gegenwind und da drüben, da im Schemenhaft, hier sieht man hinten Afrika, da wo die beiden Schiffe herfahren. Und die Schifffahrtsstraße von Gibraltar. Ah ja, genau. Ja, hier kann man jetzt weiter. Da haben wir aber gehört oder gelesen, da gibt es ein Tor. Und das ist, könnte sein, dass er zu ist. Und dann kommen wir dann halt gar nicht auf diese Halbinsel drauf. Wenn die Wellen so kippen, da sieht man teilweise einen Regenbogen in den Wellen. Siehst du? Ja, ja, genau, ja. Das ist ja total cool. Gerade hatte Nicole noch gesagt, da kam einer vorbei, der hatte so einen Schatten im Wasser. Wenn man die mal genau hinguckt, haben wir erst gedacht, wann Shark. Kommt, wann kommt denn da Schwarzes an? Ja. Aber das ist der Schatten von dem Gleitschirm da. Ja. So, ja, jetzt stehen wir genau hier im Mittelpunkt. Und zwar da ist das Mittelmeer und da ist der Atlantik. Gehen wir zum Mittelmeer. Zum Mittelmeer? Ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist, hier ein paar Fotos zu machen. Weil alle wollen hier gefilmt werden. Ja, wie die anderen auch. Wie die anderen auch alle. Ja. Das ist wie so ein Hotspot. Ja. Okay, wir gehen jetzt erstmal weiter. Dann können wir auf dem Rückweg nochmal gucken. Ja, genau. Machen wir auf den Rückweg. Also hier auf diesem Steg ist das unwahrscheinlich windig, ne? Ja. Und wenn hier richtig Wind ist, kann man hier, glaube ich, gar nicht so richtig hergehen, ne? Ich glaube, dann ist das auch irgendwie gesperrt, habe ich mal gelesen. Kann schon sein, ja. Ja. Richtig schön. Ja, auf jeden Fall, also. Und Blick zurück. Da seht ihr die ganzen Menschen, die wollen alle da einmal fotografieren. Naja, ist auch verständlich, ist man ja auch nicht jeden Tag hier, ne? Nein. Aber ich könnte den Surfern ja hier stundenlang zugucken, ne? Also wenn man das kann, ne, das ja. Muss ja richtig Spaß machen, sowas. Ich kann das ja. Ja. Ich habe nur nicht so ein Segel und so ein Brett. Ja, wir sind jetzt am Ende dieser Brücke, Zufahrt, angekommen. Und wie schon vermutet, das Tor ist zu. Kommen wir nicht drauf. Ja. Schade eigentlich. Aber der Ausblick alleine schon hier, der ist schon echt cool. Ja, hier an dem Tor ist jetzt dieses Bild, wie es da mal aussah, früher wohl. Oder jetzt aussieht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Wir stehen jetzt irgendwo hier. Und hier ist aber auch eine Telefonnummer angegeben vom Touristenoffice. Da kann man wohl eine Reservierung machen für eine Besichtigung. Ja. Ja, wir gehen jetzt wieder zurück und gehen mal mit euch noch in den Hafen, wenn Nicole das noch schafft. Aber ich glaube schon. Ich sage jetzt hier nochmal Mar Mediterraneo und hier Atlantico. Cool. Gegenüber von dem Castillo da ist hier ein Ankerfriedhof oder so. Oder die werden aufbereitet wieder.
Also da hoch werden wir jetzt nicht gehen, weil da läuft überhaupt niemand rum. Wahrscheinlich gibt es da auch gar keinen Zugang. Ne? Ja, ist halt auch geschlossen, denke ich mal. Ja. Naja, aber sieht das wohl ganz schön aus. Ja, wir gehen jetzt zum Hafen. Hier drüben gibt es Tickets nach Tanger. Man kann ja wohl auch so, ja, zu Fuß, sag ich mal, eine Tagesfahrt. Eine Tagestour machen, da fährt man mit der Fähre rüber, ja. Ist dann kurz in Tanger. Ja, da ist aber nichts. Ja, und fährt dann wieder zurück. Ja. Ja. Ja, da ist noch eine Festung da hinten. Ja, mal gucken. Wir gucken uns ein bisschen hier um. Ja. Und da seid ihr natürlich dabei. Wir sind jetzt hier mal so einmal so quer rüber gelaufen. Da sind natürlich wieder auch etliche Restaurants. Natürlich wieder alles auf auch. Heute haben wir übrigens Montag. Montag, ja. Montag, genau. Den 5.2. Ja. Da hier nochmal ein Blick über den Hafen. Da hinten sehe ich gerade, wenn ihr genau hinguckt, liegt ein Boot oberhalb der Wasseroberfläche auf dem, was ist das, auf der Kaimauer. Ja. Hier nochmal so rum. Und jetzt nochmal zurück. Und da seht ihr auch ein Wohnmobil stehen. Und wahrscheinlich geht es da zu Untersicher. Da ist doch der Fähreinfahrt. Da ist jetzt ein rotes Kreuz. Man darf nicht reinfahren oben. Ja, ja. Und wir beide versuchen mal, ob wir ein bisschen näher rankommen. Auf diese Burg da und so gehen wir nicht, ne? Nee, das schaffst du noch. Ja, das schaffst du eh nicht. Ja, genau. Du bist ja immer noch nicht so richtig fit, ne? Ja. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Dann gibt es natürlich auch wieder so kleine Gässchen, kleine Geschäfte. Und hier wachsen auch wieder die Apfelsinen am Baum. Hier mit euch wieder ein Stück zurück. Leider zu, ne? Geht da nicht weiter? Ja, aber da ist so ein paar Gassen nur da. Ach so, okay. Guck mal, da geht aber ein Pfeil, zeigt nach links. Ja, aber ich will da nicht drauf gehen. Willst du nicht, ne? Nee, das ist mir zu anstrengend. Na gut. Ja, wir sind nochmal zurück zu der Aussicht. Ja, Plattform kann man nicht sagen, aber so ein bisschen kann man hier hochgucken. Und jetzt seht ihr hier, die Fähre ist gekommen. Die fährt jetzt wieder rückwärts irgendwo dahin und dann werden wahrscheinlich die Wohnmobile und PKWs verladen. Ja, so sieht es hier im Hafen von Tarife aus. Ich hatte auch gedacht, der wäre ein bisschen größer, vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo was. So ihr Lieben, wir gehen jetzt wieder zurück. Auf dem Hinweg sind wir da am schönen Strand vorbeigelaufen. Jetzt gehen wir hier die Promenade her zurück. Und wir gehen jetzt zum Wohnmobil. Nicole ruht sich wieder aus. Ja. Morgen gucken wir mal, wie es so weitergeht. Ob wir noch mal hier bleiben oder dann abhauen. Ja, ich habe zwar hier noch die Jacke an, aber auch nur, weil ein Mikrofon da gerade so schön hängt. Ansonsten ist es im Moment richtig, richtig warm. Wir haben den Wind jetzt im Rücken. Und das ist schon heftig. Also so 25 Grad oder mehr haben wir bestimmt in der Sonne. Ja, mehr ist im Moment leider nicht drin hier mit Besichtigen. Wobei ich jetzt auch nicht oder wir nicht genau wissen, was man hier noch so zeigen könnte. Da gibt es noch Stierkampfarena und bestimmt noch viele andere Sachen hier. Aber so weit gucken wir uns nicht an. Du kommst ja meist sowieso nicht rein. Nein, will ich auch gar nicht. Und jetzt kommt gerade wieder einer mit so einem Klimperwagen. Kiddy. Ein Roller. Und ja, für uns reicht das dann hier auch jetzt. Noch einer. Der Kollege. Und wir überlegen heute, ob wir morgen weiterfahren, wenn die Gesundheit dazu lässt von Nicole. Und wo wir dann hinfahren. Ihr fahrt hier. Wenn ihr dran bleibt. Im nächsten Video. Ja. Und wir verabschieden uns jetzt erstmal schon mal.
aus Tarifa. Ja, muss ich dann nochmal so drehen. Ja, mal keine doofen Graffitis, sondern schöne, ne? Ja. So, noch einmal so ein Schwenk. Und wie gesagt, wir sind jetzt weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.